Welcome to Swiss Action TV, today live from Zürich. Behind there on the street is the Austrian consulate, the only country which set the unvaccinated people to lockdown, which is really democratic as we feel. And the first few people are there to demonstrate against this lockdown, against unvaccinated people. So I will show you what's going on here on this demonstration in front of the Austrian consulate. Liberté, 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 liberté. Es ist ein trauriger Tag. Österreich hat sich entschieden, ungeimpfte Leute brutal zu diskriminieren. Liberté, liberté. Ich wollte nicht mal so viel sagen, weil dafür gibt es einfach keine Emotion und kein Wort. Wie brutal falsch das ist, wie diskriminierend das ist, wie rassistisch das ist. Dementsprechend überlasse ich das Wort natürlich Kruse. Er ist viel wortwandter als ich, viel besser in dem und hat viel mehr Informationen zum 2G, damit er das besser versteht, was in Österreich abgeht. Bravo! Bravo! Also, sali miteinander, ganz herzlich willkommen. Allen. Ich freue mich, dass so viel los ist. Einfach mal so schnell. Am Dienstagnachmittag. Ich hoffe, ihr versteht mich. Wir sind alles Freunde von der Demokratie. Wir sind Freunde von den Grundrechten. Wir sind Freunde von der Menschlichkeit. Und wir wünschen uns nichts Einfaches und nichts mehr, als dass man mit dem Phänomen Covid-19 vernünftig und mit Menschlichkeit umgeht. Und nicht mit Machtexzess. Wir haben uns da versammelt vor dem Generalkonsulat der Republik Österreich, heute am 16. November 2021, um eine friedliche, stille und kurze Mahnwache abzuhalten. Wir, das sind Menschen aus dem Umfeld der Hochschule Zürich und weitere Kreise von Menschen, wo es einfach um einen vernunftbasierten menschlichen Umgang mit dem Phänomen geht. Wir wollen unser Mitgefühl ausdrücken und unsere Solidarität mit allen Menschen in Österreich. Weil seit gestern, seit dem Montag, 12. November, gilt in Österreich noch ein viel schlimmeres Massnahmenregime, als es je irgendwo in Europa unter Covid-19 geholt hat. Nämlich ein Lockdown für Ungeimpfte. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, wer nicht geimpft ist in Österreich und wer nicht das Glück hat, genesen zu sein, für das braucht es Glück, der muss die Heim bleiben. Der muss die Heim bleiben, außer es treffen bestimmte Ausnahmesituationen zu. Immerhin, man darf noch lebensnotwendige Lebensmittel kaufen, man darf noch arbeiten gehen und in die Schule. Und man darf noch die engsten Verwandten und Bezugspersonenkreis treffen. Aber alles andere ist passé. Selbst wenn man Bereitschaft hat, sich testen zu lassen. Und das ist eine massive Diskriminierung von allen Ungeimpften. Vor allem deshalb, wie wir wissen, auch die Geimpften können das Virus genauso übertragen wie die Ungeimpften. Und außerdem besteht schon mal von vornherein gar keine Notlage von nationaler Tragweite. In Österreich ist die Situation ziemlich genau ähnlich wie bei uns. Das, was aktuell als die ganz schlimme produzierte Ware in Österreich verkauft wird, beruht ausschließlich auf zehnmal häufigeren Testungen als vor einem Jahr. Also man hat einfach zehnmal mehr getestet als im Vergleich zu einem Vorjahr, und man basiert auf der Begründung von der nationalen Notlage. Das ist reinste Willkür. Bravo! Bravo! Lastwagen! Gut, können wir bitte aufpassen? Sehr gut. Wie viele Menschen sind betroffen von dieser Verordnung? Es sind 2 Millionen Menschen. 2 Millionen Österreicher sind betroffen. Das entspricht ungefähr einem Viertel von allen Einwohnern in Österreich. Legen wir die Rosen ab. Österreich durchlebt wie wir auch eine Berg- und Talfahrt von strengen Massnahmen. Und das, obwohl in Österreich sehr viel mehr Anwälte noch sehr viel aktiver sich einsetzen für Grundrechte, für Demokratie und Freiheit. In Österreich gibt es die Anwälte für Aufklärung. Seit über einem Jahr sind sie höchst aktiv und kreativ und mit Herzblut alles in die Waagschale werfen, was man als Anwalt kann unternehmen. Sie haben einiges schon erreicht. In rund 30 Fällen sind sie erfolgreich gewesen. Und trotzdem hat die willkürliche Staatsgewalt mit ihren Machtbefugnissen, Machtmöglichkeiten einfach jeweils immer neue Verordnungen erlassen. Das heisst, die aufgehobenen oder für verfassungswidrig erklärten Verordnungen sind einfach ersetzt worden in der kürzesten Zeit durch neue Verordnungen. Ein Rechtsstaat auszeichnet, wissen wir. In einem Rechtsstaat kommt man zu seinem Recht. Das bedeutet, man muss eine wirksame Möglichkeit haben, staatliche Eingriffe können zu überprüfen. Und das ist bei uns hier in Österreich außer Kraft gesetzt. Das bedeutet, in Österreich wie bei uns lebt man mit schweren Grundrechtseingriffen. Und jetzt unter dem Lockdown für Ungeimpfte mit der schwersten Diskriminierung, die es jemals gegeben hat, seit dem Zweiten Weltkrieg. Wow. Widerstand! Mit den schwersten Einschränkungen von der persönlichen Freiheit und schwersten Eingriff in die persönliche Integrität. Ohne Möglichkeit zur Überprüfung und ohne Möglichkeit zur Korrektur. Das in unmittelbarer Nähe zu uns, zur Schweiz, die wir angeschaut werden als Leuchtturm von der Demokratie in der Welt. Deshalb sind wir da, um das anzumahnen, dass uns das persönlich wehtut und mit Grausen erfüllt. Genau. Jeder normal denkende Schweizer und in der Schweiz lebende Mensch muss dieser Entwicklung in Österreich mit grosser Sorge, mit grosser Trauer und muss mit grosser Empörung erfüllen. Da wird mit Demokratie in Österreich beschädigt. Es werden Grundrechte beschädigt, es wird die Wirtschaft beschädigt, die Grundlagen für das Leben, und es wird massiv das Vertrauen in den Staat beschädigt. Die Mahnwache ist deshalb organisiert worden von den Studierenden, von der ETH, von der Uni und von anderen Universitäten. Weil ihr steht an der Schwelle zu eurer beruflichen Zukunft. Und ihr seid bereits in einer massiven Diskriminierung unterworfen. Durch das Zertifikat, die werden nicht zum Studium zugelassen, ohne 3G. Wir wollen die heutige Aktion zum einen der Bürger in Österreich unser tiefes menschliches Mitgefühl zurufen. Ihr seid nicht allein, und wir wollen Ihnen zurufen, dass wir die Möglichkeiten, die wir in der Schweiz haben und die wir nur in der Schweiz haben, nämlich als Volk, am Staat, können Nein sagen zu dieser Massnahme, Willkür, Exzesspolitik, dass wir diese Chancen werden ergreifen. Wir werden sie ergreifen, um das Signal in die Welt zu setzen. Nämlich das Signal, dass der Bürger sich nie auf Dauer all die Rechte wegnehmen lässt. Genau. Auf der Basis von rein willkürlichen Tests der Basis von rein willkürlicher Informationspolitik. Und wir werden unseren Teil dazu beitragen, dass nicht nur in der Schweiz, sondern auch in der Welt wieder Vernunft, Demokratie und Grundrecht wieder die Heimat sind. Ich danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Und ich danke ganz herzlich, dass ihr auch nicht gekommen seid. So kurzfristig. Von heute auf morgen. Bravo.